gar nicht so einfach, glücklich zu landen in Bhutan. Irgendwo zwischen den Bergen liegt die Landebahn. Nur 20 Kapitäne schaffen den Anflug und die fliegen auf Sicht. 40, 30, 20, retard, 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 retard. Hier in den Bergen in Bhutan lieben sie den Frieden. Nur nicht zu viel aufregen. Der Verkehr wird allein mit viel Liebe geregelt. Ampeln gibt es nirgendwo im Land. Das Glück scheint nie weit weg. Gleich am Kreisverkehr liegt der Happiness Shop. Frau Doma verkauft hier Teddys und Tassen, wenn mal einer kommt. Aber die Frage nach dem Glück macht sie nervös. Happiness is. Ja, was ist Glück? Ich kann es auch nicht erklären. I don't know what to say. Also, es tut mir wirklich leid. Soll ich mal meine Tochter anrufen? Shall I call my daughter? Sie ist glücklich, aber warum kann sie nicht erklären. So ist es in Bhutan, das Land ist wunderschön und einsam. Nur 700.000 Menschen leben hier. Es gibt viel Natur, Berge, Wasser, Wind. Fernsehen, Internet und Handys sind erst seit einigen Jahren erlaubt. Doch auch im Land des Glücks muss es jemand geben, der den Dreck wegmacht. Morgens um 7 kommt die Müllabfuhr. Chanku macht den Job seit 3 Jahren. Ich mag die Arbeit nicht, aber was soll ich tun? Ich kann nun mal nicht lesen und schreiben. Er lacht, obwohl er unglücklich ist. Beschweren würde er sich nie, so sind sie in Bhutan. 130 Euro bleibt seiner Familie im Monat, aber sie sind zu sechst. Dabei wächst Bhutans Wirtschaft ziemlich rasant. Strom aus Wasserkraft exportieren sie sogar nach Indien. Und auch mit dem Tourismus wird ordentlich verdient, denn jeder westliche Besucher zahlt pro Tag knapp 200 Euro. In wenigen Tagen wählt Bhutan ein neues Parlament. Ein Ex-Minister macht Hausbesuche. Der Wahlkampf ist wohl der friedlichste der Welt, aber einfach ist es nicht. Du musst den Menschen vermitteln, dass du es besser machen wirst, aber es ist doch schon jetzt alles nicht so schlecht. Unsere Situation, unsere Entwicklung ist doch recht gut. Er will sagen, die Menschen sind zu glücklich für politischen Streit. Viele wissen wirklich nicht, was sie mit der jungen Demokratie anfangen sollen, erst recht, wenn sie an den weiten Weg ins Wahllokal denken.